Hallo, du hast gedacht, Konrad wieder hier mit einem Commentary zu Titanfall mal heute. Hab auf meiner Festplatte mal so ein bisschen nach Sachen gesucht, die ich ja schon seit längerem aufgenommen habe und dieses Gameplay gefunden. Es war eigentlich ein ziemlich gutes Free-for-All-Spiel, wahrscheinlich mein bestes überhaupt. Ich bin nur zweimal gestorben, einmal gleich zu Beginn und dann ganz am Ende nochmal auf eine relativ unglückliche Art und Weise, seht ihr dann nochmal. Und als Anlass wollte ich das nehmen, um einfach mal über das Spiel an für sich zu reden und ja auch mal so ein bisschen drüber nachzudenken, wieso das Spiel irgendwie nicht langfristig für mich interessant war und auch ja eigentlich was für gute Sachen es hatte, die andere Spiele nicht haben, aber trotzdem sich halt irgendwie nicht durchsetzen konnte. Fand ich eigentlich damals ziemlich komisch, weil das Spiel an für sich mir ziemlich viel Spaß gemacht hat. Also das Gameplay an für sich mit der Waffe rumzurennen und zu schießen, fand ich einfach in diesem Spiel verdammt gut umgesetzt. Vor allem auch, dass das Hipfire ziemlich gut war, weil ich finde immer, ein Shooter, wo man aus der Hüfte gut feuern kann, ist eher was, was mir liegt, weil man dann eben viel rumrennen kann und ja, dafür belohnt wird, sich eben auch zu bewegen. So, hier gerade mein erster Tod. Und jetzt geht erst mal eine richtig geile Serie los. Ja, aber an für sich, das Spiel war schon, also ich fand's geil, allein auch wegen den Maps. Also vom Aussehen her auf Konsole war das schon ein ziemlich geiles Spiel gewesen. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist eins der Spiele, wo mir die Maps am meisten gefallen haben. Also wie, ihr wisst ja, Call of Duty Modern Warfare 3 war eigentlich mein Lieblingsshooter überhaupt. Und vor allem eben auch, weil die Maps da so vielseitig waren und ja, man einfach so ein bisschen kreativen Freiraum hatte, sich zu bewegen. Das ist zum Beispiel jetzt in Spielen wie Treyarch, finde ich halt so gut wie überhaupt nicht der Fall. Wo man halt seine drei Wege gehen kann, also Tür A, B, C und ja, ja, kann man sich dann nicht mehr großartig umentscheiden. Jeder Weg ist voll gekleistert mit Head-Glitches und so, ja. Da finde ich so Maps auf jeden Fall ein bisschen ansehnlicher und ja, wie gesagt, man ist ein bisschen freier, was die Bewegung angeht. Und ja, auch dieser Titan, den ich hier benutze, war eher einer, den man nicht so oft sieht, der eher so ein Sniper ist und nicht so billig zu benutzen ist. Und das ist, glaube ich, auch so einer der Hauptkriterien, wieso mir das Spiel dann auf lange Sicht nicht mehr so gefallen hat. Es ist immer so, jedes Spiel will alle möglichen Spieltypen belohnen, die dies ein bisschen ernster nehmen und gut sind, aber natürlich auch die Casuals. Und ja, wenn der Bullshit zu aufdringlich ist, finde ich, dann macht es halt oft schon das ganze Spiel kaputt. Sieht man eben auch mit den Call of Duty Teilen, wo die Support-Leute oder Support-Streaks und Spezialisten einfach Sachen, die jeder kriegt, ja, das Spiel so ein bisschen dominieren. Ein bisschen schade, weil eigentlich finde ich eben, man sollte dafür belohnt werden, gut zu sein. Und je besser man spielt, desto stärker sollte man auch werden. Deshalb fand ich eben in Modern Warfare 3 das Spezialistenpaket halt eigentlich super geil, weil man eben dafür belohnt wird, gut zu sein und seine Serie eben fortzuführen. Und bei so Spielen wie Titanfall ist es halt so, jeder kriegt mit der Zeit seinen Titan, jeder kriegt seine Waffen, beziehungsweise seine Spezialwaffen und zum Beispiel auch diese Turrets. Das war eine der nervigsten Sachen in dem Spiel irgendwann. Als jeder angefangen hat, als Spezialattacke oder als Spezialfähigkeit diese Sentry Gun Turrets hinzulegen und die ganze Map dann voll gekleistert ist mit so Aimbot-automatisch schießenden Gewehren. Ja, muss ich nicht haben. Da habe ich lieber einfach meine Waffe stärker und kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie diese ganzen Fähigkeiten hießen. Aber das, was ich hier gerade benutze, um meine Waffe stärker zu machen, ja, Sachen, die eben drauf fokussiert sind, gut mit der Waffe umgehen zu können. Und das ist halt oft in Spielen so, dass das eher so in den Hintergrund gerät und dann eben nur noch so zweitsächlich ist. Ja, das ist so einer meiner Hauptkritikpunkte und der andere war auch die Spielmodi. Wenn ein Spiel auf längere Zeit Spaß machen soll und Titanfall ja auch drauf ausgerichtet ist, da das ja wirklich nur relativ selten alle paar Jahre rauskommt, waren die Spielmodi nicht gut und es gab auch verdammt wenige. Da war eben frei für alle schon eher was, was ich spielen konnte und auch der reguläre Modus, der so ein bisschen Team Deathmatch mäßig war, fand ich gut, aber alles andere, also allein Herrschaft hätte so geil sein können, aber die haben das dann meiner Meinung nach, hier bin ich gestorben, auf eine verdammt coole Art und Weise, mitten in der Luft, wurde ich weggesniped. Also ich fand es in dem Spiel verdammt blöd umgesetzt, dass man, wenn man auf Flaggen ist,
die auch doppelt sozusagen einnehmen kann, indem man einfach lange drauf sitzt und sich nicht bewegt. Sprich, es hat sehr viel Sinn gemacht, einfach nur auf Flaggen zu sitzen, um doppelte Punkte zu kriegen und einfach, ja, zu campen. So, das war so das Hauptmerkmal von diesem Spielmodus, also auf Flaggen zu sitzen. Und es ist halt blöd, also ich finde normalerweise, es geht darum rumzurennen, Flaggen einzunehmen und nicht einfach nur, ja, wie so ein fetter Sack auf einer Flagge zu sitzen. Ja, war halt doch ein relativ nerviger Kritikpunkt, weil das war einfach der Spielmodus, der mir am meisten Spaß gemacht hätte, wenn er richtig umgesetzt wäre. Und dann die anderen Spielmodi mit den Bots und die ein bisschen mehr drauf fokussiert sind, mit den Titans zu spielen, waren einfach nicht so meins. Also ich finde Titans cool, aber halt auch nur so für einen gewissen Zeitraum. Und jetzt guckt euch mal an, wie ich aus der Luft mit Granaten den Typen hier hole. Ja, war auf jeden Fall ein bisschen schade, dass das eben so war, weil mir macht es halt am meisten Spaß, mit normalen Waffen zu spielen. Und dann gab es halt immer den Zeitpunkt auch in Titanfall, dass jeder halt immer seine Titans kriegt, ungefähr zum selben Zeitpunkt, und dann die ganze Map nur noch voller Titans besteht. Ja, das war halt so leider mein Kritikpunkt. Kann sein, dass es anderen gefallen hat, eben mit Titans hauptsächlich zu spielen, aber bei mir ist es eher andersrum gewesen. Es waren halt leider nicht viele Sachen, die das Spiel schlecht gemacht haben, aber die nicht so gut umgesetzt waren, für mich persönlich, haben dann das Spiel schon fast kaputt gemacht. Also der Spielspaß war auf jeden Fall da, aber auf lange Sicht war das Spiel dann eben leider doch nichts für mich und ich glaube auch für viele andere, da das Spiel nicht mehr wirklich so populär ist und ja auch über Titanfall nicht mehr viel geredet wird. Vor allem, da die Spieleentwickler ja jetzt dafür zuständig sind, ein Star Wars Spiel zu machen, wird wahrscheinlich Titanfall jetzt erstmal ja in den Hintergrund gerückt werden und wahrscheinlich erst demnächst kein neuer Teil rauskommen auch. Ja, ist ein bisschen schade, weil das Spiel Potenzial hatte, aber ja, da sind doch andere Shooter ein bisschen eher mein Fall, vor allem wo es ein bisschen mehr darum geht, mit den Waffen Leute zu töten. Gut Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns die Tage wieder. Haut rein, bis dann und tschüss.